Ich habe sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu Verstand bringen soll. Da hat sie mir ein Amulett gegeben. Das sollte seinen Durst stillen. Du hast einen Durst. Das bedeutet weniger Hunger für dich. Schon von der Freiheit-Brigade gehört. Was führt dich her? Ich habe eure Nachricht gelesen. Wer kann mir etwas über das Monster erzählen? Ja, ich. Eine Patrouille ist verschwunden, irgendwo am Südufer des Sturmsees. Wir wollen wissen, warum. Warum sollte das Arbeit für einen Hexer sein? Südlich von hier leben ein paar Ziegelmacher. Im Dorf Kleinweg. Jetzt ist es fast leer. Viele haben es verlassen. Sie erzählen von einem mordenden Monster. Dort treiben sich keine Redanier rum, das wäre dumm. Und Räuber greifen keine Kaiserlichen an. Das wäre noch dümmer. Also bleibt nur eines. Ein Monster. Du musst herausfinden, was mit dieser Patrouille passiert ist. Im Königreich ist das Leben seiner Soldaten viel wert. Finde heraus, was geschehen ist. Die Belohnung wird anständig sein. Ich brauche mehr Geld. Das Angebot ist viel zu niedrig. Du spinnst, Monsterschlechter. Die kaiserliche Armee ist nicht die Mutantenhalsarmee. Das ist schon fast vernünftig. Beinahe annehmbar. Das ist schon fast vernünftig. So viel können wir zahlen. Abgemacht. Ich finde heraus, was mit eurer Patrouille geschehen ist und ob es wirklich ein Monster in Kleinweg gibt. Gut, gut. Okay, ja, Herr, Sir Eppan. Und wir leben mit einem Regmene in Kleinweg in Kadalaf? Nein. Ghule. Und wo Ghule sind, da sind Leichen nicht weit. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher.
Ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Ich werde bezahlt, damit ich mich umsehe. Und von wem? Das geht nur mich was an. Ich sehe mich um. Geh mir lieber aus dem Weg. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Letzte Chance. Was ist mit den Nilfgaardern passiert? Was ist hinter dieser Tür? Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben. Klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht. Und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden, mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Fellstücke. Ein Ekimer hat hier geschlafen, bis er von den Dörflern geweckt wurde. Die Bretter lassen sich anheben. Rüstung zerfetzt. Arterien aufgerissen.
Gute Götter, er lebt! Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ekimen sind keine Einzelgänger. Sehr gut. Aber andere haben dich angeheuert, hast du gesagt. Sie sollen dich bezahlen. Leb wohl. Was führt dich her? Ich bin wegen der vermissten Patrouille hier. Ich war in Kleinweg. Ein Vampir hat das Dorf terrorisiert. Deshalb sind sie nicht zurückgekehrt. Ekimen sind harte Gegner, selbst für einen Trupp Soldaten. Wir werden sie in Ehren begraben. Als Helden. Deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. Esse yondrein etnikin.